Vom Drachen verbrannte Ruinen. Ja, hier sind wir wieder. Elden Ring, nächste Folge mit mir. Und ja, wir haben diese Schatztruhe hier gefunden, die uns irgendwie, ja, wahrscheinlich wo auch immer hinbringt. Also wieder so eine komische Porttruhe oder die uns auch tötet, weil das letzte Mal hier eine Blutpfütze war. Ich habe jetzt einen neuen Spielstand gestartet. Es könnte auch sein, dass die Ratten den dann einfach umgebracht haben an der Stelle. Ja, müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir gucken mal, wo uns das Ganze hinführt. Gefangen in einer Transporterfalle. Ja, und dann noch zum Thema Spoiler, was ich im letzten Part so ein bisschen aufgemacht hatte. Ich habe schon gewusst oder ich habe öfter gehört, dass es wohl zu Anfang des Spiels irgendeine Transporterfalle, also so eine Truhe geben soll. Und wahrscheinlich geht es um diese hier, nehme ich mal an. Ich weiß aber nicht, wo sie hinführt. Ich habe nur öfter in Reviews und so oder wurde davon geredet. Ja, am Anfang habe ich irgendwie eine Schatztruhe gefunden und die hat mich, was weiß ich, wohin geführt. Kristalltunnel von Celia? Ich wollte gerade sagen, dort waren wir doch schon mal, aber ich wollte auch gerade sagen, nee, dort waren wir noch nicht. Oh nee. Okay. Wann war ich denn hier mal? War das diese ganze Zauberergeschichte, wo ich da so durchgelaufen bin? Zaubererwelt? Oh nee. Und von hier kann ich mich jetzt nicht wegporten, oder was? Ist das Gemeine? Weil eigentlich könnte ich mich doch von hier wegporten. Ich mache jetzt einfach mal so, als ob ich das nicht wüsste oder als ob das nicht geht. Ich weiß auch nicht, ob es geht. Das werden wir gleich mal feststellen, wenn ich hier die ersten Gegner beackert habe. Hopp doch einfach mal was Schönes. Material erwerben. Was geht denn hier ab? Und will ich hier weiter runter? Und warum bin ich ausgerechnet hier gelandet? Was soll das? Okay, dann holen wir uns die mal mit. Gibt es hier gut XP? Oh, 230 wollte ich gerade sagen. Das ist schon... Hä? Was hat mich da gerade attackiert? Was hat mich da gerade attackiert? Hallo? Oh, das hat mich attackiert. Okay. Was ist, wenn ich die Schatztruhe jetzt hier nutze? Ah, kein Port. Gravitationssteinfächer... Was ist das denn? Irgendwelche Scherben und Fächer. Traumhaft. Ich laufe einfach mal hier hoch, hätte ich jetzt gesagt. Ah, das ist der Typ da. Der ballert da wie wild rum. Kann ich da so hinspringen oder so? Hey, Monty, das kannst du. Ja, der haut ein bisschen zu und fällt runter. Traumhaft. Oh, da sind mehrere von denen. Und da kommt nochmal was angeflattert. Von wo auch immer. Alter, das ist immer noch der Typ. Der will's wissen. Alter, was ist denn das für ein krasser Zauber? Wir müssen hier raus, Leute. Und zwar schnell. Die andere Frage ist, wenn ich jetzt hier sterbe. Ja gut, da komme ich an meine Runen nicht mehr so einfach. Oh, Schmiedestein 5. Nice. Das war dafür, dass wir hier mal einfach so gelandet sind. Gut, es ist definitiv nicht das Gebiet, wo wir hin sollten, würde ich mal sagen. Stirb, du komisches, was auch immer, Kakerlakenvieh. Oh, ja, die hauen schon zu, halten aber auch aus, sehr schön. Habe ich jetzt mal so ein bisschen Ruhe? Und wo würde es hier rein theoretisch rausgehen? Jetzt nur mal angenommen, komm. Ich stelle mich jetzt mal nicht doof. Was ist, wenn ich mich jetzt porten würde? Hier an die Stelle. Was? Ihr sitzt in der Falle. Ihr könnt erst zu einem Ort der Gnade reisen, wenn ihr an einem rastet. Oh. Okay. Okay. Das ist mies. Runenbögen oder Bogen. Wo könnte denn dann hier einer sein? Oben oder unten? Wo wollen wir hin? Okay, dann haben wir hier unseren Spaß. Traumhaft. Da unten runter, raus, würde ich sagen, oder? Oder komme ich hier nochmal irgendwie hoch? Da könnte ich so hochjumpen. Da war ja irgendwo eine Leiter. Ah, da hinten könnte man noch was sammeln. Spring wieder, Monty. Jawohl, du schaffst das. Das ist ja traumhaft. Du bist ja ein Jump'n'Run-Künstler. Das ist ja ein Traum.
Keine Ahnung. Dann machen wir das einfach mal so. Springen versuchen. Hab ich. Komme ich jetzt hier raus eventuell? Was ist das für Gestein? Oh Gott. Guten Tag. Findest du das nicht ein bisschen unfair, was du da abziehst? Und ich mit meiner Magiewaffe da. Auch schön. Nein. Jo. Schöner Haltungsschaden. Traumhaft. Ich bin begeistert. Schmiedestein 5. Was ist denn hier los? Das ist ja mal krass. Eigentlich eine schöne Farmstelle. Also könnte man es schon für sich nutzen, eventuell. In der Falle sitze ich doch gerne aus, abgesehen davon, dass ich halt gleich meine Runen verliere, wenn ich jetzt tot bin gleich. Dunkelschmiedestein 4, wie krass ist es denn? Oh, ich hätte einfach darüber laufen können, auch schön. Da oben chillt nochmal jemand rum und ballert jetzt auf mich, traumhaft. Soll ich einfach mal durchlaufen? Komm, ich lauf mal durch. Das war knapp. Na, da ist nichts mit durchlaufen. Ja, jetzt komme ich tatsächlich an die Stelle, wo es wieder hochgeht. Okay, so viel dazu. Der ist hinter mir, der ist hinter mir. Da ist aber wieder eine Kiste. Was ist denn mit dem? Hallo, bleib mal ganz geschmeidig. Ja, er bleibt nicht geschmeidig. Hat gar keinen Bock auf Geschmeidigkeit. Das kann man doch wegblocken. Sehr schön. Das ist schon ein nerviges Vieh. Haltungsschaden? Jawohl, sehr schön. Yay, bam. Und vielleicht ist hier oben, da könnte auch eventuell unser Feuer sein. Bist du auch wieder so eine blöde Truhe, die rumnervt? Gib mir was Geiles. Steinsprenger. Okay. Kann ich die Sachen hier looten? Ja, Material mitnehmen. Jo, klar. Das sind einfach mal die Schmiedesteine ganz gemütlich. Das ist ja mal krass. Ja, und jetzt bin ich ja an der Stelle oben. Ja, mit Pfeil und Bogen könnte man den dann auch attackieren. Den Typen unten. So, einen backstab ich nicht. Doch, sehr schön. Stirb und stirb nochmal. Ich könnte natürlich auch hingehen und jetzt mir so viele Runen hier noch reinzwitschern, um dann alle Runen zu verbrauchen. Das wäre natürlich auch noch eine Lösung. Ich glaube, das mache ich sogar, bevor ich jetzt hier ganz ohne Ertrag rausgehe. Ja, warum nicht, oder? Kann man ja machen, so kann ich es ja absafen. Goldene Rune 4, genau sowas. Bevor ich jetzt gleich hier irgendwo umgenietet werde und das war's. Das da hinten kann ich mir jetzt noch... Ne, da kam ich ja her, ne? Genau, da bin ich hier rüber gelaufen, bla. Ja, krass. Jetzt kann ich hier oben noch vorbeischauen. Wollte ich meine Rune noch nutzen? Ja, ne? Ich gehe einfach mal davon aus, dass oben unser Ausgang ist. Boss voraus. Okay. So, wie viel brauchen wir denn, um aufzusteigen? Ach, ich kann ja nur am Feuer aufsteigen, ich cleverle. Okay. Was haben wir denn alles noch Schönes am Start? Einmal so ein Heiltrank, traumhaft. Okay. Boss voraus, kann ich mir gar nicht vorstellen. Vorsicht vor links. Vor links. Warum nicht vor rechts? Nein, du sollst sag mal. Okay, deswegen vor links. Schießen die anderen Viecher? Boah, ist das gemein, oder? Ist das gemein, hier die Stelle? Das ist mein Tod. Tatsächlich ein Bossraum? Wollen die mich verarschen? Wo ist denn hier ein Feuer? Kommt der nicht nachgelaufen? Das ist doch ein Bossraum hier vorne, oder? Oh mein Gott, ich bin sowas von tot. Ja, könnte natürlich auch gut sein, dass hinten das Feuer ist, ne?
Also bei den anderen zwei Gegnern da. Oh, nee, was mache ich? Ausdauer regenerieren wäre so eine Idee. Mach ihn fertig, mach ihn fertig. Traumhaft. So, ohne Heiltränke bei irgendeinem so Boss laufen, den ich nicht kenne, ist nicht so geil irgendwie. Ist es wirklich ein Bossraum? Wahrscheinlich, oder? Die hätten das ja nicht ohne Grund geschrieben. Kann ich da irgendwie reinsehen? Bossi? Feuer oder so? Oh ja, da buffen sie sich schon. Achtung, starker Feind. Ist das ein Hund? Nee, ich brauche ein Leuchtfeuer, Leute. Da oben ist aber kein Leuchtfeuer, oder? Nee, da sind Gegenstände. Kann doch nicht wahr sein. Ah, da ist auch nochmal so ein Stein. Ja, genau. Aber das nervt jetzt gerade. Muss ich mich tatsächlich nach unten rauskämpfen? Will ich das? Nervt. Bossstellen wäre aber auch spannend, oder? Wie tot wäre ich? Das ist die andere Frage. Und wo spawne ich überhaupt wieder? Gut, dann wären die ganzen Seelen weg, die ich mir aber wiederholen kann. Komm, für euch, auf zum Boss. Oder sollen wir uns das Item da noch holen? Schaffe ich die Gegner da? Nee, ne? Nie im Leben. Was haben wir noch an Heiltränken? Das Ding da. Zwei von den Viechern. Einen müsste ich ganz schnell loswerden. Er kann schleichen. Er kann schleichen. Das macht er super. Traumhaft. Nein! Er kann kein Backstep, weil er zu doof ist. Stirb. Schnell. Ganz schnell. Jawohl. Er kann's. Traumhaft, Monty. Ich bin begeistert. Das Ganze noch ohne Lebensverlust. Du bist gar nicht so schlecht, wie ich dachte, Monty. Das sieht doch gut aus. Haltungsschaden. Yay. Bam. So sieht's nämlich aus. Und wir haben noch irgendein Fett und so weiter, was ich eventuell irgendwie gleich nutzen könnte. Ist das eine Falle? Nee. Was? Leinwand-Talisman des Gläubigen. Okay. Und da habt ihr euch so früh im Spiel rausgekämpft. Das ist auch mies. Nochmal ein Schmiedestein. Respawned? Respawnen die Schmiedesteine hier? Müssten doch eigentlich, oder? Das sind ja nur normale Gegenstände hier an der Stelle. Also es wirkt so. Krass, oder? Warum ist hier kein Feuer, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Oder muss ich den Boss hier schaffen? Das wäre ja auch assi. So, ganz kurzer Moment. Wir schauen uns den Talisman an, den ich da gefunden habe. Und zwar das Ding hier. Verstärkt die Wirkung von Anrufungen. Sehr schön. Ein Talisman mit einer Gruppe maskierter Figuren verstärkt die Wirkung von Anrufungen. Die Figuren sind betende Jünger, deren unerschütterlicher Glaube an das Unfassbare sogar den Gründer ihrer Religion inspiriert. Denn Glaube ist vor allem die Bekräftigung der eigenen Ideale. So ist es. Ja, ich habe mir auf Kamera auch mal überlegt, diesen Klauentalisman zu nutzen. Ich gehe gerade nochmal drauf. Ich habe ihn gerade nochmal gesehen zum Vorbeigehen. Mit den Sprungangriffen. Verbessert Sprungangriffe. Würde mich mal interessieren, was da genau passiert. Mehr Damage oder ob der Haltungsschaden dann irgendwie anders ist und so. Das müsste man sich dann mal reinziehen. So, probieren wir es mal gegen den Boss. Eventuell kann ich ja die Wölfe oder sowas rufen. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie. Vielleicht gibt es ja auch keinen Bosskampf. Gib mir ein Feuer. Ja, wir könnten auf jeden Fall rufen. Das ist schon mal gut. Rufen ist... Oh. Oh Gott. Sternenfallbett. Jo. Alles klar. Ja, sie macht auf jeden Fall schon mal guten Ausdauer-Damage. Ich heile mich mal einmal. Jo, wir machen null Schaden. Also die Wölfe machen keinen Schaden. Aber wir machen Damage. Oh je. Will zu viel. Oh weia, wie tot bin ich? Ja, jetzt kommt ein Roundabout-Angriff und jetzt kommt hier mein besagter Sprungangriff. Yay. So, erster Wolf down. Jetzt greift er mich irgendwie so frontal an, war klar. Haltungsschaden ohne Ende. Jo.
Ja, der ist schon machbar. Mit besserem Equip ist der machbar, ne? Und besseren Geistern und so. Und mit mehr Heiltränken. Oh, das war schlecht. Das war auch schlecht. Oh, falscher Button gedrückt. Okay. Aber geiles Vieh, oder? Sieht schon geil aus. Wo lande ich jetzt? Jetzt wieder, ja, ich muss ja, ich kann nicht in der Falle, oder? Oder bin ich nochmal in der Falle? Das wäre übel. Gut, ich könnte hoch zum Boss nochmal. Gut, den schaffe ich halt nicht. Also die Seelen sind weg. 16.000 Seelen. Tschüssi. Tschüss. Macht's gut. Oh, wir sind tatsächlich noch in der Falle. Boah, ist das ekelhaft. Das heißt, man muss hier einen Weg rausfinden, hier raus. Das ist ekelhaft. Danke, Spiel. Dann holen wir uns mal ganz kurz hier die Schmiedesteine mit. Laufen hier vorbei, weil ich einfach die Hoffnung habe, dass wir hier unten raus müssen. Okay. Heilen uns einmal mit unserem beschissenen Trank. Hier könnte ich die Anrufungen verstärken oder was auch immer. So, dann ist hier angeblich irgendwas. Nee, irgendwie nicht. Nee, dann geht es mir jetzt hier eigentlich nur noch um die Items oder was auch immer wir hier noch finden. Gut, hier scheint man sich rauskämpfen zu können. Was steht da? Achtung, Freude. Achso, da ist ja ein Leuchtfeuer. Jo, das war's schon. Sehr schön. So wäre es auch gegangen. Traumhaft. 16.000 Seelen Fujikato. Nachricht. Was machen die denn da? Da ist nichts. Da ist keine zerstörbare Wand. Aber wir können ja trotzdem mal gucken, wo das so hinführt. Am Ort rasten. Ich könnte mir auch so ein... Ah, sehr schön. Ja, dann wieder raus in die Welt. Und jetzt haben wir hier halt Kristalltunnel von Zelia gefunden. Wie gesagt, 16.000 Seelen chillen da drin rum. Wenn ich mich da wieder nach oben durchkämpfe. Die andere Frage ist, ich könnte natürlich... Ist da hinten auch ein Leuchtfeuer? Ach nee, das ist wieder so ein Pferd, so ein Geisterreiter oder was auch immer. War ich hier schon mal? Möglicherweise, ne? Und bin hier so vorbeigebrettert. Ja, die Frage ist jetzt, will ich meine Seelen nochmal holen? Eher nicht, oder? Das macht echt keinen Sinn. Das schaffe ich eh nicht. Ich schaffe den Boss ja nicht. Ist noch ein Tick zu früh. Ist das jetzt zweite oder dritte Gebiet, würde ich eher sagen. Da gehen wir später hin. Ja, ne, wunderbar. Da haben wir das gefunden. Und dann wäre eigentlich das nächste, was ich dann gerne machen würde. Und da kämpfe ich mich ganz kurz durch. Ist hier nochmal zu Castellan Edgar. Und dann noch das Portal. Die zwei Sachen schauen wir uns noch an. Das Portal mit dieser Währung, mit dem was auch immer, was wir da abgeben müssen. Habe ich ja schon ein paar Mal thematisiert. Habe ich ja auch, glaube ich, am Anfang der Folge gezeigt. Das werden wir uns dann reinziehen. Ich kämpfe mich ganz kurz durch. Ja, die 16.000 Seelen sind dann halt jetzt weg. Das ist nicht so dramatisch. Die kann ich mir relativ schnell wiederholen. Verhältnismäßig klar. Aber ja, ich habe es jetzt für euch gemacht, einfach mal geguckt, wer der Boss jetzt, was weiß ich, auf wie viel Prozent runtergegangen und die Wölfe hätten länger durchgehalten oder was auch immer, da hätte ich es vielleicht jetzt nochmal probiert, aber so ist mir das jetzt auch zu blöd. Ja, dann machen wir das so, ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag, wir sehen uns bei Edgar und bis zum nächsten Mal, ciao.